Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir einen Ausblick geben auf mehr Reichweite mit Pinterest 2021 und dir allgemein auch die Plattform ein wenig näher bringen. Sei es für unterschiedliche Businessmodelle ist das sehr interessant, weil man hier mit Bildern und einer Art Suchmaschine, weil als Social Media Kanal wirkt Pinterest eher als Suchmaschine, denn als klassischer Social Media Kanal, wo du in relativ kurzer Zeit eine richtig krasse Reichweite bekommen kannst, auch wenn du nicht viele Follower hast. Also das können wir uns gerne mal angucken. Ich habe zum Beispiel 719 Follower und trotzdem monatliche Viewerzahl von über 200.000 Menschen und die Impressions liegen bei über 500.000. Und wir gucken uns das gerne mal an. Das heißt, du kannst exorbitant mehr Reichweite erzielen mit Pinterest, als du Followerschaft hast. Das ist häufig bei anderen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, die ja auch zu, ja, also alles ja zu Facebook auch gehört, weniger möglich. Bei YouTube ist das auch möglich. Also ist es auch möglich, mehr Views zu bekommen, als du zum Beispiel Follower hast. Und bei Google und so weiter. Also das ist ein klassischer Unterschied. Die Followerschaft, also die Zielgruppe, ist größtenteils weiblich. Mehr und mehr Männer kommen natürlich auch dazu. Aber es ist eher eine weiblichere Zielgruppe. Deswegen sind bestimmte Nischen natürlich auch sehr interessant. Und bei Pinterest wird halt auch viel nach Produkten tatsächlich gesucht. Wie funktioniert jetzt im Endeffekt Pinterest? Du gehst oben auf die Lupe zum Beispiel und kannst dir Bilder raussuchen. Das machen wir mal kurz, danach gucken wir, kurz zum Ablauf, danach gucken wir gerne meine Insights, danach gebe ich dir ein paar Tipps, wie du mehr Reichweite aufbauen kannst und das auch gerade für Affiliate-Marketing nutzen kannst und welche Vorteile Pinterest auch im Vergleich zu anderen Kanälen bietet. Das schauen wir uns gleich an. Also wie läuft das im Endeffekt ab? Du klickst hier einfach auf, das Suchsymbol und du kannst dann natürlich gleich nach Ideen für dich zum Beispiel schon mal suchen. Und das ist dann so ein bisschen danach aufgeteilt, was du selber für Pins hast, ne? Und zum Beispiel Study Hard. Und man sieht es halt auch schon, viele von den, also ähnlichen Posts, die ich auch poste, sind hier halt viel gerankt, klar, weil das auch in meinem Interessensgebiet ist. Ist klar, aber im Endeffekt, wie funktioniert das Ganze? Du kannst hier auf einen Pin gehen und das einfach speichern. Und dann kannst du zum Beispiel in deinem Profil sehen, dass du dir das zum Beispiel gesaved hast. Und du kannst unterschiedliche Boards anlegen, wie zum Beispiel mein Business-Infografiken-Board. Und dort habe ich dann halt viele, viele Pins drin und du kannst halt schon sehen, dass sehr viele auch viel geteilt werden und viele Klicks bekommen. Also im Endeffekt zum Beispiel dieses Bild hier hat jetzt in den letzten 30 Tagen 177 Saves und 46 Klicks. Im Endeffekt funktioniert das Ganze so, du kannst auch sogar deine Webseite mit Pinterest verbinden und dann ist es eine legitime Seite im Endeffekt, eine verifizierte Seite. Wie das Ganze funktioniert, kannst du dir vielleicht, also da gibt es viele Tutorials bei YouTube tatsächlich. Und wie funktioniert das Ganze im Endeffekt? Was richtig geil ist, das funktioniert auch am Handy, ist, du kannst mit jedes Bild, also wir können mal hier auf Bearbeiten klicken, du kannst jedem Bild kannst du zusätzlich eine Webseiten-Domain hinterlegen, einen Titel geben und ich glaube um die 600 Zeichen mit Hashtags und so weiter in die Beschreibung. Und du kannst sogar noch einen Alt-Text mit reinpacken. Und das Ganze, also ist es sehr, sehr gut für Webseitenbetreiber. Und was halt richtig cool ist, wenn die Leute einfach nur auf das Bild klicken, kommen sie zum Beispiel auf meinen Artikel für mehr Gewohnheiten, für mehr Lebensenergien. Und man sieht hier auch die Anzahl Repins zum Beispiel von diesem Artikel. Und damit kannst du sehr viel Traffic auf deine Webseiten generieren, weil wenn man das nur anguckt, wie viele Klicks nur ein einziges Bild hat, was jetzt auch schon ein bisschen älter ist, und wir können das mal hochfahren, zum Beispiel nur dieses Bild hat 128 Klicks gebracht und ich habe ungefähr 300 Bilder da drin. Und dann kannst du sehen, dass nur ein einziges Bild ungefähr 67.000 Impressions hatte. Ungefähr 3.800 Leute haben das näher angezoomt. Können wir in den Business Hub reingehen. Und du siehst hier schon, ich glaube, das sind jetzt 29 Tage. 30 Tage, ich weiß gerade nicht den genauen Zeitraum, aber ich glaube schon, liegen die Impressions bei über 500.000, ungefähr 3.000 Saves und
1200 Klicks. Das muss man sich mal reinziehen. Klar, also der Content, den ich poste, ist größtenteils deutsch. Ich habe aber auch zum Teil natürlich auch repinte Bilder. Das muss man fairerweise noch dazu sagen. Ich habe zum Teil auch noch repinte Bilder. Wir können nochmal die anderen Analytics angucken. Repinte Bilder, die natürlich auch dann damit reinkommen. Aber man kann das hier so zum Beispiel im Vergleich sehen, dass täglich so um die 20.000 Impressions reinkommen. Und man daran natürlich dann auch ganz gut sehen kann, dass die Reichweite auch ganz, ganz gut ist. Ich glaube, das beste Bild ist momentan dieses hier. Und in 30 Tagen 81 Klicks ist natürlich auch schon ganz schön viel. Also im Endeffekt, wie funktioniert die Strategie? Du kannst den Pinterest-Account erstellen und du lädst dann. Ablauf ist eigentlich relativ einfach. Du gehst einfach hier auf Create Pin und du kannst dann hier ein Bild reinladen und deinen Titel reinpacken und natürlich noch ein bisschen was schreiben und dann noch ein bisschen was schreiben, also guter Call to Action Text würde ich schreiben und dann halt noch ein paar Hashtags, wo das reinpasst, am besten deutsche. Wenn du im deutschen Markt bist, dann solltest du natürlich auch dafür sorgen, dass du eine deutsche Community hast, weil das macht sonst nicht so viel Sinn, weil du dann natürlich auch keine deutschen Kunden findest, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Erfolg hast oder Ideen, solche Sachen. Und dann kannst du natürlich noch einen alternativen Text reinpacken und hier noch deine Link Destination im Endeffekt. Und du kannst auch von deiner Webseite kannst du das natürlich auch speichern. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich zeige dir das mal. Und zwar gehen wir mal hier drauf. Ich habe zum Beispiel, ach nee, ich habe den gar nicht reingepackt. Aber du kannst, also es gibt ein Plugin. Sorry, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber es gibt ein Plugin, eine Erweiterung, zum Beispiel im Google Chrome. Dann kannst du mit einem Rechtsklick einfach das Bild sofort bei Pinterest teilen. Das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache. Oder du kannst zum Beispiel hier auf diesen Merkbutton klicken und dann dieses Bild jeweils sofort in die Boards halt reinpacken. Womit du auch richtig Reichweite gewinnen kannst, das weiß ich, dass das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Das ist zum Beispiel so Gruppen-Pinboards. Die benutze ich tatsächlich bis jetzt persönlich gar nicht. Ich weiß aber, dass viele auch einiges an Reichweite damit aufgebaut haben, was auch eine ziemlich coole Sache ist. Und im Endeffekt funktionieren momentan diese Infografiken halt ziemlich gut. Also ich kann da empfehlen, dass zum Beispiel mit Canva kann man das richtig cool erstellen. Dazu kannst du gerne mein Canva-Tutorial in der Videobeschreibung anschauen. Und ich habe auch ein Tutorial in meinen Online-Kursen dazu. Wenn du darüber gerne mehr lesen möchtest oder auch mehr Empfehlungen haben möchtest, dann komm auch gerne in meine VIP-E-Mail-Liste. Ich habe nämlich ein E-Book veröffentlicht mit 5 Funnel-Vorlagen auf 12 Seiten mit richtig geilen Infografiken und Texten und Erklärungen, wie ich Affiliate-Marketing beschreibe. Das kannst du dir gerne über den Link in der Videobeschreibung herunterladen. Dann bist du auch in meiner VIP-Liste und bekommst immer alle Infos. Und hast dann auch da tatsächlich die Möglichkeit, Zugänge zu meinen Online-Kursen zu gewinnen. Das ist auch in Kombination zu Kommentaren unter meinen YouTube-Videos. Und mir, nachdem du einen Kommentar geschrieben hast, immer gerne einfach an die E-Mail-Adresse von meiner Liste, wo ich dir eine Mail schicke, immer gerne einfach zurückschreiben. Ich packe dich in den Ordner und du bist damit dann automatisch in der nächsten Verlosung dabei. In diesem Sinne, wenn ich dir mal ein bisschen Inspiration geben konnte, ging es eher mehr um Pinterest an sich ein bisschen vorzustellen und die Möglichkeiten damit aufzuzeigen. Ich habe jetzt noch nicht so konkrete Tipps rausgehauen. Ich wollte nur mal das erstmal so ein bisschen reframen und eventuell gehe ich in anderen Videos dann noch weiter auf die Thematik ein und zeige, wie man dort gute Reichweite generieren kann. Schreib mir dazu gerne mal deine Fragen in die Kommentare und das, was dich interessiert da drumherum, dann kann ich dazu gerne ein Video machen. In diesem Sinne wünsche ich dir sehr viel Erfolg, abonniere gerne diesen Kanal, lass eine Glocke da und wir sehen uns in einem meiner nächsten Tutorial-Videos oder in meinen nächsten Produkt-Reviews. Deswegen bleib gerne dabei, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, mach's gut, viel Erfolg, dein Joscha.